Livestream-Aufnahme vom 18.04.2020. Neue HDAO-Folgen immer am Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag und Sonntag ab 12 Uhr. Wir sehen uns auf talihut.de. Da ist ein Riesen. Ja, wo denn? Soll ich jetzt ernsthaft wieder raus? Ja, warte mal. Hier ist ein blauer Ring, ja. Warum ist da ein blauer Ring? Was weiß ich. Laut Karte befinde ich mich auch an der Position, wo ich hin soll, aber hier ist nichts. Bei den Händlern, da sind Stufen. Da gehst du rauf und dann links ist ein Emp. Ach, nach oben soll ich laufen, warte mal. Ja, wieder auf der Minimap habe ich auch wieder nichts angezeigt. Was soll denn der Quark, ey? Ja, hier steht einer mit dem Ring, da wird nie angezeigt auf der Karte. Lollikowski. Seht ihr? Der steht vermutlich an mehreren Stellen. Und sagt mir, wenn ihr aufmacht, wird hier falsch angezeigt. Wäre meine Vermutung. Einer von den Synchronisierten. Aber leise. Alles ist ruhig und bald ist der Okidoki, ich pack da immer meine Sachen. Ich gedacht, das hier würde schwer. Jo, viel Spaß dabei. Ja, danke. Ich wünsche euch auch noch viel Spaß. Danke fürs Mit. Ja, kein Ding. Wenn ihr wieder sowas machen wollt, gerne wieder. Wir sind gerne mit dabei. Danke jo. Fürs Spaß immer. Okay. Jo. Gute Nacht, ja. Tschüss. Jo, guten Nestle. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. Aber wir den Hyopa hier beschützen, oder was? Ach ja. Das werde ich bei den NPCs nicht begreifen. Dieses ständige kurz zurücklaufen, dann wieder vorwärts und wieder zurücklaufen. Oder? Sehr verwirrend. Ja, das nervt total, ey. Weil die läufst dann auch automatisch immer hinterher. Nur dafür, dass der kurz zurückläuft und dann eh wieder einen anderen Weg einschlägt. Wohin, Schatzi? Wieder in die Hölle. Oh. In die Hölle wollt ihr? Da bin ich schon. Laber, 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 laber. Halt, da kommt jemand. Das bin ich, der gleich kommt. Das will ich aber nicht das mit. Das war zu viel Information. Ich meine, komm, zu dem da. Hey, ich will die anklicken und jedes Mal ist der Ring weg. So. Bitte schön, das darfst du wenigstens einmal. Ja. Ich will auch grapschen. Oh, Baby, du hast echt was verpasst. War so witzig eben. Ja, Remo hätte ich leider spannend. Tja, hättest du lieber echt was verpasst. Es kam kein Waffitank so raus. War so witzig. Es war daran witzig, ich hab noch voll eins auf die Fresse bekommen. 1 Million Trolle hinter mir, die da mich stunnen und dann mir voll die Birne verkloppen, ey. Du wolltest. Das ist einfach mal voll Standbild die ganze Zeit. Und das ohne Gemecker. Einfach lustig. Ja, Standbild hatte ich zum Glück keins. Das kriegt man in eine Kiste hier alles gebacken. Da sind das Problem. Meine nicht. Meine auch nicht. Meine Kiste hat ja 32 GB RAM. Dann halt noch eine RTX-Karte drin. 6000er. Die alle auf einmal umfallen, ist bei mir vorbei. Ja. Das gab's aber. Aber wo wir dann Schaden gemacht? Gut Geld auf jeden Fall gab's. Lauf nicht so schnell vor mir weg, ich verlaufe mich hier drin so. Na, 50 Zuschauer, die wollen auch nicht schlafen um diese Uhrzeit, oder? Oder geschlafen. Wenn du mal sagst, das ist Wochenende.
Sind einfach alle schon eingeschlafen. Schlafen alle mit dem Kopf auf der Tastatur. Hab ich auch schon gemacht. Ja, ich auch. Und wo ich morgens aufgewacht bin, stand auf meiner Stirn, fuck. Habe ich die Tastenabdrücke auf dem Kopf gehabt. Was für nächste will gehen? Ich spawn Zeit dauert zu lang. Bringt mir ihre Köpfe, nö. Mach das doch selbst. Ach, Köpfe stand da. Ich hab Möpse gelesen. Kannst du mal sehen, wie. Alter. Oh Gott. Ich hab eh gerade gelesen. Bringt mir ihre Möpse. Also den 75er Celebrimbor-Zeichen. Also ich hätte noch drei, als du mir welche brauchst. Wenn du mir noch einen schickst, ne, dann komme ich gleich zu dir. Dann setze ich mich in den Zug oder wo auch immer ich mich reinsetzen kann. Dann fahre ich zu dir und dann gibt's eins auf die Nuss. Ja, das, mal, da hätte die Ravier nichts dagegen. Guck dir jetzt mal vorbei. Du fährst ja nur ein paar Stunden. Oder ich komm vorbei und dann huste ich dich an. Und dann? Voll die Drohung heutzutage, ey. Ich huste dich an. Ich finde das immer lustig, ey, wenn ich irgendwelche Artikel lese, dass die Polizei irgendwelche Leute festnimmt, dass irgendwelche Schwachmaten dann meinen, die Polizei dann anzuspucken zu müssen und sagen, ja, ich habe Corona. Ja, und was haben die denn davon, als würden sie dann eine Strafmilderung kriegen oder so? Da kannst du mal sehen, wie bekloppt die Leute sind. Ja, das siehst du aber, dass sie dumm sind, weil die kriegen eine Anzeige wegen Infektionsschutzgesetz. Ja, das ist Körperverletzung, ja. Ja, natürlich. Und vor allem haben die nichts davon, wenn sie es machen oder das sagen. Strafe kriegen sie so oder so, wenn nicht sogar eine schlimmere. Beim Autofahren in eine Kontrolle kommt es. Vor allem, wenn man das jetzt als Vergiftung wertet, ist es sogar eine schwere Körperverletzung. Ja, wobei die meisten, die das dann sagen, die haben eh kein Corona, davon mal abgesehen. Beim Autofahren einfach, wenn die nicht fallen, ein Schild an die Scheibe halten, ich hab Corona. Ey, ihr werdet da gerade gehustet. Ich geh weg hier. So nicht. Fangen die NPCs hier schon an zu husten und zu keuchen. Junge, stimmt hier nicht. Ey, ich will die Quest abgeben, hör auf. Wir haben auch Corona. Ich bin zwar Tank, aber ich tanke kein Corona. Das läuft hier nicht. Der Ravi steht da und macht einen Husten im Mund. So. Wo wart ihr denn? Ich habe euch überall gesucht. Ja, wo war ich denn? Ich war in der Inni, du Eierkopf. Was willst du denn von mir? Bleib mal bitte stehen. Ja. Und nun? Bergstein. Ich glaube, sie meint den Soulblazer, der nicht redet. Ja, ja, wo finde ich denn jetzt den Typen hier? Am Ram. Am Ram Ridders, das ist da oben irgendwo. Freund ignoriert mich schon wieder. Nee, ich renne gerade durch die Höhlen und guck. Ja, warum redest du nicht? Deine Zunge verschluckt oder was? Konzentration nennt man das. Wobei. Oh, meine Brüder sind eure Freunde. Das dann gilt das auch für mich. Arschen. Ich war in Moranon, als die Verwundeten eintrafen. Wie lange geht das Buch eigentlich? Wie viele Kapitel hat denn das? Sauron hat uns besiegt. Als wir eben rumdiskutiert haben, was wir jetzt machen, Ger, hat vorgeschlagen, dass wir Dreigoch machen sollen. Dreigoch ist witzig. Nee, danke. Hör auf. Was ist daran witzig? Ich brauche, glaube ich, schon 10 Stunden, bis ich alleine unten bin. Weil ich ganz gerne auf dem Weg immer abfackel. So. Ich dachte, wir hätten hier fertig gequestet. Schatz, hier fehlt uns auch noch irgendein Dings, was wir noch nicht entdeckt. Aber jetzt soll ich hier irgendwelche Soldaten in der Rede halten? Ist nicht euer Ernst, ey. Bleib mal bitte stehen. Nö. Findet feste Gotthard. Neue Aufgabe? Ja, kriegen wir das nochmal. Der neue Soldat. Ja, gut. So.
stellen die kriechenden Hände ich eigentlich brauche auf? Eure Hilfe bei der Befestigung von Dingen. Nein, doch. Wisst ihr etwas über die Pflege von Waffen? Streamt der Ungol konnte ja nicht noch nie, ne? Aber den habe ich letztens an Twitch gelesen. Twitch gelesen. Ist halt dieses, Anduin Radio, das ist schon ein Tolkien-Podcast da, ne? Den Podcast, ja. Hör mal auf, die Spinnen zu töten. Ich will mal gucken, wie viel ich noch brauche. Fertig. Schon? Warum kann ich denn jetzt... Ich brauche noch zwei. Ach, Aska, ja. Hi. Das ist unsere Schuld, Aska. Fertig. Deutsch ist auch fertig. Ich kann mich aus gut. Da, 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 da. Wollt ihr trainieren? Weißt, gut. Jemanden wie euch kann ich gebrauchen. Ich in der Hand als Begleiter, das wäre. Wie man hast kein Tomb Raider gucken, kam das nicht erst letztes Mal? Da, 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 da. 10.000 Sachen abfahren. Ja, diese wunderbaren Sammelaufgaben. Würdest du das bitte jetzt mal aufheben hier? Dankeschön. Ich bin dir doch sehr zum Dank verpflichtet. Gottmaß. Ich wollte gerne noch diese andere Feste. Ja, wo liegt denn das Ding? Welches Ding? Der zerbrochene Schutzwall, da liegt das. So. Nein. Das war's hier schon. Erstaunlich wenig. Ja. Kevlar! So, sammel dies, sammel das, sammel jenes. Und gucken wir mal unten drin. Hinsplitter. Ja, eine Nachricht kam an, ja, danke. Da bist du nicht der Einzige, den das passiert. Mein Internet ist kurz weg. Das ist, ja, kommt öfters mal vor. Die ist angekommen, lieber Aska. Und das ist meine Was ist deine? Das Soul und Lady auch bei dir zu hören. Ach so. Ich hab's ja eingeladen. Ja, ist ja kein Ding. Wenn ich was dagegen hätte, kann ich's ja sagen.
mal. Aber warum solltest du auch was dagegen haben? Du streamst ja selbst. Ich streame nicht. Wie kommst du da drauf? Das sieht nur so aus. Das ist nur ein Fake-Stream, der bei mir läuft. Ach, das ist eine Aufzeichnung. Ah. Ja, vor der Kamera sitzt meine Katze, die gerade spielt und so. Die hat sich eine große Maske aufgesetzt, die so aussieht wie ich. Die kann aber super spielen. Ja, ne? Habe ich ihr alles beigebracht. Stundenlange und jahrelange Arbeit. Jetzt sag mir nicht, die kann auch deine Stimme nach Emi. Natürlich. Die kann sich sogar eine Latte machen. Wenn schon auch sehen, dann bringt er wieder damit an. Saul hat es ja auch geschafft, sich eine Latte zu bauen, oder? Ja, morgens, wenn ich aufstehe, gehe ich auch erstmal in die Küche und mache mir eine schöne Morgenlatte. Alter. Gibt's nichts Schöneres? Ich gehe dann quasi mit der Morgenlatte zur Morgenlatte. Oh. Definitiv zu viel Input. So, Themenwechsel. Was gibt's bei euch morgen zu essen? Ich hab echt Hunger. Ich muss, glaube ich, gleich auch mal was essen. Bei uns gibt's morgen Grillfleisch. Ja, stimmt. Ihr wollt ja grillen, ne? Nee. Ich muss nur den Grill sauber machen. Bei uns gibt's morgen mal Nudeln. Ja, Nudeln kann man hier bei uns nicht kaufen. Die sind immer ausverkauft. Ja, ist klar, wenn Lady die Nudeln hat, dann weiß ja, wo sie sind. Deswegen habe ich auch angefangen wieder an, wenn ich mal Nudeln esse, mir selber welche zu machen. Ich habe ja auch eine Nudelmaschine. Da bin ich zu faul für. Ach, das ist gar nicht mal so viel Arbeit. Das geht auch nicht ratzfatz. Selbstgemachte Spätzle zum Beispiel. Spätzle machen ist zum Beispiel eine Scheißarbeit, weil du musst ja den Teig aufschlagen. Das geht tierisch auf die Arme. Aber schmeckt unheimlich geil, die selbstgemachte Spätzle. Wenn du was essen will, rufe ich meinen Papa an. Ja, das geht natürlich auch. Hellere Tage erwarten uns. Oh Leute, wie viel soll ich denn noch hier helfen? So, warte mal. Oh. Zerstört die Zelte, bezwingt das. 100. Bringt. Boah, ich mal da hinten. Jetzt fangen wir schon wieder am Thema Essen an. Ja, Aska, das klingt cool. Ich glaube, wir gehen alle mal irgendwann zum Tali, einmal zum Essen. Der kocht da für uns alle. Ja, wie gesagt, sofern der Kontaktverbot vorbei ist. Selbstgemachte Spätzle sind nicht schwer. Wie gesagt, der Teig ist nicht schwer. Da musst du halt nur Eier, Mehl und dann musst du ja den Scheiß mit der Hand in der Schüssel die ganze Zeit immer so aufschlagen. Quasi, du musst ja die Luft runterschlagen und das kannst du halt nur mit der Hand machen. Und nicht jetzt mit dem Mixer oder was auch immer. Und das geht halt tierisch echt auf die Oberarme, wenn du das machst. Gerade wenn du im Restaurant arbeitest und du musst jetzt Spätzle für eine Company da machen. Alter Vater, da kommst du abends irgendwie Muskelkater raus. Das habe ich echt immer gehasst, ey. Aber das schmeckt halt, ne? Immer, ja. Wir müssen noch einen Übungskampf machen, merke ich. Da rein. Das sieht doch aus wie ein Eingang. Achso, hier sind noch diese Schutthaufen, ne? Wo ist denn der da? Und die habe ich. Da muss irgendwas liegen. Was liegt denn da rum? Ja, Aska, Tali war Koch gewesen. Ja, ich war Koch vor meiner Rente. Ich habe eigentlich mein ganzes Leben lang als Koch gearbeitet. Und jetzt bin ich quasi eigentlich mehr der Daheimkoch. Aber letztendlich ist Kochen irgendwo wie Fahrradfahren. Man verlernt es halt nicht. Bei uns bin ich diejenige, die dass ich nicht mehr in die. Das hat man gehört, als du gebrüllt hast. Raus aus der Küche! Der ist. Na, vor allem, wenn man Fragen hat, ne? Was macht. Zeig mir diese Waffen.
Wenn man nicht weiß, wie das funktioniert, kann man den Kollegen anrufen und sagen, kannst du mir mal erklären, wie das funktioniert? Ich kriege das alleine nicht hin. Wofür braucht man denn jetzt schon wieder diese Siegel von im Land, keine Ahnung was? Ist das auch wieder Tauschkram oder wie? Wahrscheinlich, ne? Ja. Eieiei, du ahnst es nicht. Okay. Und wenn du 100 davon irgendwann voll hast, kannst du das gegen Asch. Irgendwann. Das mit der Pizza. Was vergessen. Was hab ich denn von dieser Asche? Was soll ich denn damit? Rüstung. Wo tauscht man den Kack denn wieder ein? Da, wo wir die Auftragstafeln gegeben haben. Achso, okay. Das Problem ist, du wirst Schwierigkeiten haben, in die Inni zu kommen für die Sets. Wer will oder so keine Inis? Die Asche tauschen, damit du so das. Ein höheres Equipment selbst sozusagen. Ein höheres Equipment hast, damit du auch mitlaufen kannst. Also damit du würdig bist, mitzulaufen. So. Ja. Macht euch kampfbereit. Weil Tali hat mit Augen, der sieht da nicht mehr so viel. Und viele meckern, ne? Dein Equipment ist scheiße, du kannst nicht mit. Boah, das ist mir so Latte Macchiato. Solche Aussagen hasse ich aber nur. Weil letztendlich ist jeder mal irgendwo klein angefangen, ja? Solange, so sehe ich das. Solange jeder seine Klasse beherrscht, reicht das. Krieger grundsätzlich nicht. Die werden grundsätzlich nicht mehr mitgenommen, so. Also, wo ich damals noch aktiv Raids geleitet habe, da habe ich immer ganz, ganz bewusst nur Leute mitgenommen, die unerfahren sind und die letztendlich die Instanz nicht gekannt haben. Leute, die ihn nicht kannten, die habe ich schon grundsätzlich gar nicht mitgenommen, weil ich solche gehasst habe. Weil es gibt dann auch immer so Leute, die sterben 2-3 Mal, dann haben sie schon die Schnauze voll und verlassen gleich den Raid. Ja, und deswegen, nee, da habe ich dann einfach keinen Bock zu. Ich habe dann immer ganz bewusst. Deswegen, ja, ich habe dann einfach Unerfahrene mitgenommen. Na, das macht dann viel mehr Spaß. Das sind aber dann hier diese Cashier-Gamer, die dann einfach nur rein klappt und dann ist okay. Wenn es nicht klappt, dann sind sie gefrustet und installieren das Spiel gleich. Von daher, ich würde lieber mehrmals versuchen und ein paar Anfänger dabei haben, als ein paar Erfahrene, die meinen, das muss alles so automatisch gehen und selbst wenn du da irgendwas erklärst, dann wissen die sowieso alles besser. Ich habe ja auch so oft für Remo-Team gesucht, da ist es immer, ja, dein Equipment ist scheiße, du kannst nicht mit. Dann habe ich mir jetzt das Zeug geholt für die Asche und jetzt werde ich mittlerweile, Gott sei Dank. Als Jäger. Ja, aber zum Teil muss ich ja schon sagen, wenn du jetzt bestimmte Instanzen auf bestimmten Niveau laufen möchtest, dann brauchst du auch gewisse Sachen von, ne? Also ist ja nicht. Deine Reduzierung, die du brauchst. Ja, Aska, improvisieren beim Kochen, das kann man immer. Da kommt eigentlich immer ganz. Mache ich auch ganz, ganz oft. Da kommt eigentlich immer was Spaßiges bei raus. Das Improvisieren habe ich geschrieben. Achso. Ja, aber grundsätzlich, ich improvisiere beim Kochen halt, ich meins auch immer. Ich schaue dann, was habe ich denn irgendwie da und dann zaubert mir halt irgendwie was zusammen halt, ne? Halt so quasi wie Reste verarbeiten oder so. Fabio hat sie sich bis jetzt noch nicht beschwert. Für mich war das immer nur, ich koche nicht. Das ist eigentlich nur warm machen und improvisieren. Ja. Ich muss erwähnen, das ist auch mein Mann. Ja, ist klar. Baby, wie lange wollen wir denn hier rumlaufen, bis wir die alle haben? Tja. Hört genau auf meine Befehle. Was? Danach geht noch. Warten, bis die respawn, Kindertaten rein, fertig. Ich bin nur erstmal froh, wenn ich wieder Dinkelmehl kaufen kann, damit ich mir Pizza machen kann. Schlimm wird, Lady, erst wenn ihr in Wittermarkt seid, die blöden, beschissenen, was waren das noch? Die Wagreiter und so. Nein, die komischen, aussehenden, wie Bo- Die Huren? Nein, so ähnlich wie Trolle als Bauern. Ja, ich habe leider heute beim Rewe wieder kein Dinkelmehl bekommen. Man bekommt zwar alles an Mehl, aber Dinkelmehl wird heute zur Zeit echt gekauft wie blöd. Weil ich mache mir dann lieber schön Hefeteig mit Dinkelmehl, weil das dann einfach besser schmeckt und weil Dinkelmehl einfach gesünder ist. Und vor allem, das setzt halt auch nicht so auf die Hüften halt an, ne? Wie normales Weizenmehl halt. Diego, was ist denn schon wieder los mit dir? Miaus, du hier rum, hast du schlecht geträumt? Bro! Der Käse taucht dann jetzt einfach vor mir auf. Bis... Mach dir das an.
Schatz, ich glaube, dein Kater hat schlecht. Ach, ich glaube, aber da haben wir noch ganz viel von Aska. Ich glaube, das wird uns generell noch bis Ende des Jahres locker begleiten. Also das Jahr 2020 steht ganz im Jahr der Corona-Krise. Das geht auf jeden Fall gut in die Geschichte ein. Das definitiv. Würde mich nicht wundern, wenn das dann quasi richtig lange erhalten bleibt, dass man so sich verhält. Ja, also bis sich das wieder normalisiert, das wird auf jeden Fall dauern, das stimmt. Auch wenn sie dann Impfstoffe entwickelt haben. Aber das prägt halt die Leute, das wird natürlich dauern halt, ne? Bis sie sich dann wieder an die Normalität gewöhnt haben. Nicht allzu gut, der Job. Ach, gearbeitet als Krankenschwester für ISO-Stadt. Das ist natürlich auch nicht so schön, ja. Seht das Schlachtfeld. Bald haben wir es erreicht. Hä, wie oft soll ich denn zwischen den Hyopais hin und her laufen? Die darfst du jetzt bezwingen und teilweise irgendwie an. Ja. Du. So. Irgendwo hat eine Wand geblinkert, da und dort. By the way, du hast immer noch 50 Zuschauer. Ja. Wir sind nicht allein geschlafen. Meinst du? Ja, wenn ich mir manchmal so anschaue, wie viele Leute zuschauen und wie viele Leute generell im Chat aktiv sind, ist es ja nicht mal die Hälfte, nicht mal ein Drittel, die da jetzt irgendwie im Chat aktiv sind. Sind ja eher so alle stille Zuschauer. Alles Lurker, das kenne ich. Aska hat eine Frage an dich, Tali. Wie viel Sehkraft ich habe, also nach meinem letzten, ich habe ja eh nur noch ein Auge, weil ich habe ja schon ein Auge aufgrund des Tumors verloren. Und aktuell ist es so 0,2 bis 0,5 sehe ich auf dem letzten Auge. Das schwankt halt immer, das ist von Tag zu Tag verschieden. Mal mehr, mal weniger. Deswegen habe ich auch nicht umsonst einen Behindertenschein mit GDB 100 und Begleitpersonen, die ich kostenlos mitnehmen kann. Und hast du nicht gesehen. Ich hätte jetzt eigentlich nächste Woche Montag, Dienstag einen Termin in der Uniklinik gehabt. Der wurde jetzt aber leider abgesagt aufgrund der aktuellen Lage halt. Und da musste ich halt den nächsten Mal wieder zum Augenarzt, der halt drauf guckt. Weil der Augenarzt meint halt, das müsste mal wieder gelasert werden. Weil sich halt auch so langsam wieder der graue Star bei mir entwickelt. Was das Sehen dann natürlich ja noch mehr verschlechtert. Weil ich habe halt eine künstliche Linse auch bereits und die trübt dann halt immer so ganz gern. Und das kann man dann mit dem Lasern halt dann irgendwie ein bisschen retuschieren, sag ich mal. Aber auf lange Zeit gesehen wird das Auge eh irgendwann rausgenommen. Dann bin ich halt ganz blind, dann habe ich die ganze Kacke endlich hinter mir. Schön ist er trotzdem nicht. Ja, schon, aber die ganze Zeit, das ganze Rumgedoktor am Auge, das nervt halt auch irgendwann, ne? Und wie gesagt, das Auge ist ja mittlerweile schon so gereizt, dass es ja gar nicht mehr richtig heilt. Diese Mauern müssen erst einmal reichen. Wenn ich leicht drauf drücke, dann merkst du halt schon solche Druckschmerzen und hast du halt nicht gesehen. Es heilt einfach nicht mehr richtig, ne? Das ist ja wie mit der letzten Spritze, wo ich danach nicht mehr hingegangen bin. Zu weiteren Spritzen, die ich ja nicht hätte bekommen sollen. Weil die letzte Spritze, die sie mir gegeben haben ins Auge, die tat höllisch weh. Weil da haben schon die Betäubungstropfen selbst nicht mehr geholfen, ja? Und dann hatte ich auch keinen Bock mehr gehabt, da hinzugehen und mir da die Spritzen geben zu lassen. Weil das reicht ja schon, wenn du auf der Pritsche liegst und du richtig sehen kannst, wie er da kommt mit der Spritze und die das Ding da ins Auge rammeln will, ne? Das reicht mir schon. Und wenn du dir dann auch noch merkst, wie er zusteht, dann ist das Spaß dabei. Einberufen wird. Auch Isildur verliert gelegentlich die Beherrschung. So, sag mal, bin ich jetzt immer bald fertig hier in diesem Dorf mit den Hin- und Hergelatsche? Jetzt bin ich scheinbar durch.
Ja, Mitleid hin oder her, nützt mir eh nichts. Das Leben geht ja letztendlich weiter, Kopf in Sand stecken bringt ja halt auch nichts, ne? Muss man halt Augen zu und durch. Was willst du da machen? Die Ärzte geben ja halt ihr Bestes, das letzte Auge so lange wie möglich irgendwie da zu behalten. Aktuell ist der Tumor, der dort drinne ist, ist wohl ruhig. Aber wie es halt mit Krebs so ist, da kommt und geht halt, ne? Das ist halt so. Der war ja auch schon mal weg gewesen. Ich wurde ja schon zweimal bestrahlt auf dem Auge. Und naja, muss man halt durch. So, zerstört Zelte, bezwingt die Ostlinge. Wenn ich jetzt hier in die Flöte haue, dann habe ich wieder einen Begleiter, oder was? Oder was? Mhm. Natürlich. Okay, so. Und der Begleiter, der wird dann wahrscheinlich draußen wieder 1000 Quests geben, ne? Ja.